kann er, dann reden wir mit ihm. Siehst du, ich hab dir ja gesagt, ich zimmere dir was Besseres zusammen als diesen Odin-Schrott. Gefällt mir. Das ist die richtige Einstellung, Kumpel. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt. Muss noch ein wenig am Chassis feilen, aber ich habe schon mal über Upgrades und Varianten nachgedacht. Das wird aber nicht billig, Cowboy. So riesige Dinger sind halt sau teuer. Aber sie sind es auch wert, du wirst sehen. Das ist genau, was ich hören wollte. Ich seh's mir mal an und schaue, was wir uns leisten können. Ja, aber die Odins nehmen wir doch gerne. Beziehungsweise die Thors. Man muss ja bedenken, wir sind nur mit einem Raumschiff unterwegs und steht kein Planet zur Verfügung oder Planeten, um Sachen zu bauen. Und da macht das Swan seine Arbeit ganz gut. Was können wir denn bei denen upgraden? Unsterblichkeitsprotokoll. Zerstörte Tore können im Feld neu aufgebaut werden. Ja, wenn dann ein WBF dorthin kommt. Oder ne, ich glaube, man braucht noch nicht meinen WBF. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, die können sich so reparieren. Ich würde sagen, die zwei. Ja, komm, die zwei machen wir. Wir haben das Geld, wir gönnen uns mal was. Die werden wir schon das ein oder andere Mal bauen. Weil hier das auch. Ich habe das jetzt einfach weggedrückt gehabt, ohne es vorzulesen. 330 mm Sperrfeuerkanonen betäubt die in der Mitte befindlichen Ziele und verursacht massiven Flächenschaden. Ja, das nehmen wir dann gerne in Kauf. Damit war es das erstmal. Damit sparen wir jetzt auch erstmal. Dann gehen wir mal zur Brücke und hören mal, was Tychos zu sagen hat. Und? Denkst du schon drüber nach, dieses ach so luxuriöse Leben an den Nagel zu hängen und Nachrichtensprecher zu werden? Ah, der Normalbürger könnte meinen gewaltigen Sexappeal doch überhaupt nicht verkraften. Ich schätze, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Hier bei dir, Kumpel, bis zum bitteren Ende. Ich bin froh, dass du bei der ganzen Sache dabei bist, Tychos. Du hast dich heute echt gut geschlagen. Ja, Tychos ist ein wertvolles Mitglied unserer Gruppe. Und was hat Matt zu sagen, unser alter Kumpel? Na, Matt, planst du schon den nächsten Schlag gegen Mengsk? Bis jetzt noch nicht, Sir. Ich denke, wir müssen uns erst auf die Zerg konzentrieren. Mengsk zu stürzen bringt gar nichts, wenn wir die Zerg nicht besiegen können. Auch wieder wahr. Die Freiheit alleine ist nichts wert, wenn Kerrigan uns alle tötet. Ich schätze, Mengsk kann noch etwas warten. Ja, das ist ja jetzt, was ich gesagt habe. Die Konfrontation kommt. Zerg und die Liga, beide steht uns gegenüber. Die Liga konnten wir jetzt ein wenig schwächen. Und jetzt haben wir nur noch den Sigma-Quadranten zur Verfügung. Und wir klicken einmal drauf und erfahren, was das damit auf sich hat. Aber zunächst einmal, die Mission heißt Schlund der Leere. Missionsziel, bergen Sie das Zell-Naga-Artefakt. Belohnungen, Credits, 125.000 Credits. Forschungsmöglichkeiten, 4 Protoss-Forschung. Das heißt, 40.000 Geld nochmal extra. Und meine Lieblingseinheit, die schweren Kreuzer. Mächtiges Kriegsraumschiff, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Macht massiven Schaden, gerade wenn man das abgegradet hat. Und vor allem hält es verdammt viel aus. Und damit kann man schon richtig gut vorrücken. Und spart man sich viele kleinere Truppen am Boden. Und jetzt hören wir mal, was Valerian zu sagen hat. Commander, unsere gemeinsamen Freunde von Möbius konnten das letzte Artefaktfragment aufspüren. Sobald dieses letzte Stück sichergestellt ist, können wir nach Char vorstoßen und Kerrigan gegenübertreten. Viel Glück, Mr. Rayner. Ich fürchte, Sie werden es brauchen. Dann wollen wir zum letzten Artefakt und starten diese Mission. Meine Partner von Möbius haben das letzte Teil des Artefakts aufgespürt. Es befindet sich auf einem verlassenen Xel'Naga-Schiff im Sigma-Quadranten. Ganz schön weit ab vom Schuss, Junior. Das Artefakt befindet sich dort. Dieses Schiff verfügt über Generatoren, die Desintegrationsfelder erzeugen, die jede Art von Materie innerhalb von Sekunden in ihre Moleküle zerlegen. Zum Glück sollten unsere schweren Kreuzer der Minotaurus-Klasse lange genug in den Feldern bestehen können, bis die Generatoren zerstört sind. Sonst noch irgendwas, das wir wissen sollten? Nun,
Langstreckenscans haben eine beachtliche Streitmacht der Tal'Darim in der Gegend ausgemacht. Das wird langsam zu viel für uns, Jimmy. Energiefelder? Für eine Selbstmordmission habe ich mich nicht gemeldet. Wir sollten einfach die Kohle nehmen und abhauen. Bekommst du kalte Füße, Talkus? Wegen dir habe ich 9 Jahre im Knast verbracht. Ich werde mich doch jetzt nicht umbringen lassen, nur damit du deine Prinzessin retten kannst. Denk daran, du schuldest mir noch was, Partner. Nicht genug, um das hier wegen dir abzublasen. Dann ziehen wir die Sache eben ohne dich durch, Partner. Dann sind wir uns ja einig. Du weißt, wo du mich finden kannst. Adjutant, bereite das Schiff auf den Sprung vor. Bring es hinter uns. Bis eben lief noch alles ganz gut zwischen uns und Tychus und nun... Naja, ist ja nicht so für unser Ziel, komischerweise, obwohl er das erst alles vorgeschlagen hat mit Möbius, mit diesem ganzen Artefakt und alles. Und jetzt bringen wir es zu Ende und jetzt ist er dagegen. Naja, wir werden es trotzdem zu Ende führen, wir haben auch keine andere Wahl. Wir brauchen das letzte Artefaktstück. Und dann starten wir mal. Warnung, anomale Gravitationsstörung entdeckt. Dort! Ein Desintegrationsfeld, wie Valerian es gesagt hat. Die Kreuzer sollten lange genug standhalten, um den Emitter zerstören zu können. Aber nur, wenn sie ihr Feuer konzentrieren. Verstanden. Was ist los? Wir werden aber erstmal vorrücken und die Hetzer beseitigen. Jetzt die Yamato-Kanonen drauf feuern und dann sind die auch Geschichte. Also der Generator. Und nun? Okay, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Aber wir verlieren halt langsam Leben. Jetzt nicht mehr. Sie wünschen. Was meinen Sie, Sir? Blitzschnell zuschlagen und wieder raus? Wir werden hier mehr als ein paar schwere Kreuzer brauchen, um uns den Weg freizuräumen. Lassen Sie sich Zeit, Commander. Ich würde es bevorzugen, wenn wir das Artefakt auch tatsächlich bekämen. Ja, und glücklicherweise hat man bei dieser Mission eigentlich auch wieder Zeit, die man sich lassen kann. Man muss nicht direkt vorbrechen. Energie. Man hat hier die Wahl und das finde ich gut, wenn man die Wahl hat. Wir werden kaum normale Ressourcen hier aufwenden. Aber jahrhundertelanger Asteroidenbeschuss hat Mineralienfragmente und kristallines Vespingas überall auf dem Wrack verteilt. Nun gut, untersuchen wir mal die Gegend und sehen, was wir mitnehmen können. Ja, wir haben ja schon einiges hier. Das können wir gleich aufsammeln, aber erstmal hier die Protoss auf der Plattform hier bei uns besiegen. Damit wir unsere Ruhe haben. Erstmal hier alles aufsammeln können. Auf dem Weg. So. Die Truppengebäude sind bereits vorhanden. Sie wünschen. Ja, Commander. Hier ist alles frei. Erweiterung fertiggestellt. Dann lassen wir sie mal hier. Kurs ermittelt. Damit die uns den Rücken frei halten, falls die Protoss uns angreifen wollen. Jetzt können wir endlich die schweren Kreuzer bauen. Einsatzbereit. Lassen wir mal ein WBF. Aha. Das ganze Zeug mitnehmen. Der Boss. Darf sonst noch was sein? Mhm. Verstanden. Erweiterung fertiggestellt. WBF bereit. So, das wäre dann alles. Dann kann er wieder weiter abbauen. Wir nehmen da mal einen, um unsere Forschungsgebäude zu bauen. Diesmal würde ich sagen, baue ich gar keinen Maschinendock, sondern nur das Waffenlager, damit wir die nötigen Einheiten bauen können. In dem Falle die Kreuzer oder auch mechanische Bodeneinheiten. Und
einsatzbereit. Die Kreuzer dauern aber nur sehr, sehr lange zum Bauen. Das ist der einzige Nachteil. Der Vorteil ist, wir können zwei auf einmal bauen. Wenn wir denn die nötigen Mittel hätten. BBF bereit. Wir müssen aber auch ein Herkules bauen, damit wir gleich alle BBFs schnellstmöglich rüberkriegen. Oder auch notfallshalber die Söldnereinheiten, die wir dann noch bauen können. Weil sie halt kostengünstig sind. Und stark sind. Auf jeden Fall die Luftsachen verbessern. Die Schiffswaffen und die Schiffsverteidigung. Das hat jetzt erstmal Vorrang. In dieser Mission dreht sich es wirklich alles um die Kreuzer, mehr oder weniger. Und insgesamt sind die Kreuzer halt einfach stärker. Da ist so ein Benji oder ein Raumjäger ein Witz gegen. Da muss man wirklich schon viele Raumjäger haben, um die Kreuzer aufzuhalten. Da wir auch die Fertigkeit haben, geforscht haben, die Forschungsmöglichkeit mit dem Regenerieren, regenerieren die sich auch mit der Zeit. Das ist auch sehr gut. Und hier kommen sie halt, da müssen wir sie aufhalten. Aber das ist ja noch nichts Dolles. Ich bin das ja auch nur auf Schwierigkeitsgrad normal. Dann geht es. Bin unterwegs. So, ein Herkules und noch ein Kreuzer. Hier haben wir natürlich nicht so viele Ressourcen. Aber man findet halt unterwegs immer wieder was zum Aufsammeln. Ich würde sagen, wir bauen noch zwei WBFs, dann lassen wir es. Geht ja auch noch mit hin. 21 reicht dann vollkommen aus. Ach, wirklich? So. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns die Kreuzer. Wie sieht es mit der Forschung aus? Okay, warten wir noch einen Augenblick. Wir haben ja hier keine Zeitmission. Und sicher ist sicher. Dann lassen wir die beiden Forschungen nochmal auslaufen. Weil sie halt unsere Schiffe verstärken. Was ja auch vorteilhaft ist, bis in der Zwischenzeit kriegen wir dann nämlich auch weitere Kreuzer. Alles klar, Kleiner. So, den Herkules lassen wir mal hier. Okay. Damit wir nachher die WBS transportieren können. Und jetzt müssen wir nur noch warten. Ich würde sagen, das lassen wir noch zu Ende bauen. Die Schiffswaffen und dann schlagen wir los, weil jetzt zu warten, bis da noch die Panzerung fertig ist, das dauert zu lange. Dann ist ja erstmal dann der zweite Reaktor. Upgrade durchgeführt. Aber dann müssen wir auch noch... Ja, reicht erstmal nur der und dann schauen wir mal weiter, wie wir dann weiter vorrücken. Wer hat die Flotte gerufen? Jetzt haben wir aber einen weiteren Kreuzer dazu bekommen. Sie wünschen? Ja, Commander. Ach, fünf Stück. Das ist eine gute Zahl. Auf dem Weg. Und damit rücken wir auch vor. Feuer frei für eure Yamato-Kanonen. Ja, Commander. Und nun? Sie wünschen? Na gut, das geht jetzt einfach so kaputt. Mist. Ausgerechnet jetzt, ich hab's nicht gesehen. Das ist natürlich blöd. Das schaffen die vier auch ohne den einen. Das ist auch ein Nachteil, die sind sehr lahm. Schnellsten sind sie nicht, aber dafür sehr stark. Bestätigt. So, das wird automatisch repariert.
Die Ressourcen sind langsam erschöpft. Dann bauen wir auch erstmal keine weiteren Schiffe mehr. Ja, Commander. Erstmal das Gebiet hier säubern, dass wir uns hier unseren Stützpunkt wieder aufbauen können. Mineralienfeld erschöpft. Denn hier geht jetzt alles zur Neige. Alle Mann von Bord! Was auch immer. Energie. Wir haben diesen kleinen Stützpunkt. Das wird uns aber nicht aufhalten. An diesem Standort gibt es nur geringe Mineralienvorkommen. Zusätzliche Mineralienvorkommen wurden in der Nähe geordnet. Ja, wir sind ja gerade schon dabei. Jawohl. Wir können aber wohl schon mehr Versorgungsdepots bauen. Müssen wir das gleich auf der anderen Seite nicht mehr machen. So, aber bis dahin ist da, glaube ich, sind da gar keine Mineralien mehr. Aber egal. Er soll die Hoffnung haben, dass er da noch abbauen darf. Entaro Tassadar, Freund Raynor. Die Tal'Darim haben all jene, die gegen sie sind, gefangen genommen. Befreit uns und wir werden mit Freude an eurer Seite gegen sie kämpfen. Das hören wir doch gerne. Dadurch bekommen wir auch die Forschungspunkte. Wenn wir die Protoss-Freunde befreien und sie kämpfen dann auch für uns. Und die haben den Vorteil, die bekommen keinen Schaden in diesem... Ja, Commander. In dieser Kuppel. Okay. So, dann befreien wir die mal. Alle Geschütze. Dann müssen wir die auch mal ein bisschen ausruhen lassen, damit sie wieder zu Kräften kommen. Bestätigt. Alle Mann von Bord! Die sind aber auch hartnäckig. Lass es doch einfach gut sein, Leute. So, die sind befreit. Habt unseren Dank, James Raynor. Die Tal'Darim werden für ihren Verrat bezahlen. Ich bin die Klinge von Shakuras. Clever. Ich bin lediglich ein Schatten. Dann lassen wir die ein bisschen aufräumen. Hier haben die alles abgebaut. Dann können wir auch schon loslegen. Sie wünschen. Mit dem nächsten Stützpunkt. Waffen geladen und einsatzbereit. Mist, ich hab's geahnt. Wir werden die Tal'Darim mit euch jagen. Ja, Commander. So, ihr haltet hier die Stellung, damit wir gleich die Basis vorziehen können. Ich sonne mich im Zwielicht. Und du sollst dich nicht sonnen, du kannst mit vorrücken. Shakul Inna, ihr erbittet unsere Dienste.